Hey Leute und willkommen zurück zu Corpse Party hier in Kapitel 4. Im letzten Part haben wir Naomi verloren. I'll kill you. Nein, bitte nicht. Aber ja, gerade gesagt, die Mutter. Ich bin jetzt wirklich deine Mutter. Jetzt kann man hier auch in mehr Türen rein. Ich werde mal speichern. Nein, jetzt sag mir nicht, es ist dieser scheiß Gegenstand hier. Der sich jetzt immer bewegt. Oh, warum? Werde ich jetzt niemals, ich werde es niemals schaffen, das Objekt allein zu finden. Jemand anderes muss mir helfen. Okay, gut, das sagt mir, dass ich es nicht schaffen werde. Oh Gott, das sieht auch nicht gerade viel besser aus. Hallo? Irgendein Handy? Klar, nehmen wir einfach auf. Sekos Handy. Das ist Shinoharas. Nicht? Sekos schien dabei zu sein, jemanden zu schreiben. Als sie ihr Telefon fielen ließ. Okay, steht immer noch dran, ne? Shinohara. Es tut mir so leid, Shinohara. Ich wollte wirklich nicht. Was? Ich töte dich, ich verfluche dich. Es tut so sehr weh. Ich hasse dich, Schwester. Das ist ein Fernseher, nicht wahr? Ich habe meine Videokassette in einem anderen Gebäude gefunden. Toshi removes the tape from his bag and reads the label. Vielleicht hat es irgendwelche Informationen. Wenn wir nur einen Weg hätten, es anzusehen. Es ist der Körper eines Highschoolers. Ist vor wenigen Momenten gestorben. Hier ist ein. Ich brauche so dringend Wasser. Ich bin hungrig. Sicher, ja, aber ich. Aber ich kann Hunger aushalten. Es ist der Durst, den ich nicht aushalten kann. Okay, wir haben einen anderen Nachnamen. Der andere, mit dem ich war, Satoshi Matsubara. Er hat das ekelhafte bisschen Wasser von dem Waschbecken in dem Badezimmer versucht zu trinken. Aber er hat sich fast direkt danach übergeben und seine Brust hat gebrannt. Und sein Hals auch. So schlimm, dass er gestorben ist. Ich habe versucht zu überlegen, habe sogar daran gedacht, meine eigene Spucke zu trinken. Aber es hat nicht mal ein bisschen geholfen. Meine Zunge ist so ausgetrocknet, dass ich gar nicht mehr reden kann. Ironischerweise hat es die ganze Zeit draußen geregnet. Wenn ich nur einen Weg finden könnte, das Regenwasser, ein bisschen mehr Regenwasser zu bekommen, hätte ich es nur irgendwie geschafft, ein bisschen Regenwasser zu bekommen, dann
wäre Satoshi vermutlich noch am Leben. Es ist, als würde jemand einen schlimmen Spaß mit mir machen, der mir Wasser zeigt, was ich bisher gesehen habe. Aber es genau aus meinem Griff. Jemand hat geschrieben, dass es dass es einen anderen Flügel gibt in dieser Schule, den man betreten kann, außerhalb, also durch den Balkon. Aber ich habe ihn nie gefunden. Als ein letzter Versuch werde ich versuchen, mein eigenes Blut zu trinken. Mein Name ist Hidamasi Kojima. Ich bin ein Elftklässler in den Klassen 2 bis 4 in der Amasaki West High. Wenn das hier irgendjemand liest. Wenn irgendjemand das liest, hier jemals rauskommt. Bitte, sag meiner Familie, sag meinem Vater, was mit mir passiert ist. Ich will nicht eine vermisste Person für den Rest meines Lebens sein. Ich hasse den Gedanken, dass er sich immer fragt, wo ich hingegangen bin oder ob ich überhaupt noch am Leben bin. Es scheint fortgesetzt zu werden, aber der Rest ist komplett ertränkt in Blut. Können ja auch nichts machen. Ach, hier geht's auch gar nicht weiter. Das heißt, so viele Möglichkeiten haben wir ja sogar gar nicht. Da oben waren wir jetzt gerade eben schon. Obwohl, vielleicht hatte der Erdbeben was anderes. Einen anderen Weg aufgekriegt. Yuya Kumuda war da mal nicht. Gib's zu, du hast alle deine Freunde. Irgendwann werdet ihr euch gegenseitig umbringen. Okay. Muss ich vielleicht irgendwas mit den Handys machen? Das ist das falsche Badezimmer. Der Kirby von Naomi. Ihre Augen sind offen, aber leer. Warum passiert das? Der Körper von Seiko. Okay, keine Ahnung, was wir hier genau tun sollen. Eigentlich der letzte Ort, den wir noch reingehen können, ist eigentlich hier. Die Infirmary.
Wer bist du? Ist okay, komm runter. Ich bin ein Freund. Bist du okay? Bitte helf mir bitte. Ihr vorderer Zahn fehlt. Es sieht nicht aus, als wäre es ein Unfall gewesen. Mein Name ist Mochida. Ich bin ein Elftklässler-Schüler an der Kusaragi Academy. Und du bist? Mein Name ist Toko Kirisaki. Ich bin ein Elftklässler an der Byakuden High. Okay. Und darf ich fragen, wie du hierher gekommen bist? Da war dieses Ritual aus dem Internet und wir haben es versucht. Und wir alle wurden hergebracht. Ein Ritual. Genauso wie wir also. Sie alle? Sie alle sagten, wir würden versuchen, hier rauszukommen, zusammen, aber dann einer von ihnen, Yuya, ist total durchgedreht und nein, nicht der Kisami, oder? Doch. Er hat einen meiner Freunde die Treppe runtergestoßen und ihn getötet. Dann, mit einem Grinsen im Gesicht, hat er mit dem Körper angefangen zu spielen. Ich bin so schnell wie möglich gerannt. Das ist schrecklich. Jeder wird hier drin verrückt. Ich kann niemandem vertrauen. Los, geh weg von mir. Okay, ich gehe. Aber bitte versuch ruhig zu bleiben. Geh weg. Ja, hat er doch gesagt, er geht weg. Was ich mal tun werde, ich werde immer nicht weggehen. Hallo. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht sterben. Das war's. Ach komm schon, ernsthaft, das war's.
Okay, ich probier mal was. Und zwar gab es doch da dieses Item, wo wir nicht bekommen konnten. Vielleicht brauchen wir ihre Hilfe dazu. Dann kommen wir da nicht ran. Okay, es passiert was. Hast du. Bist. Achso, bist du hergekommen, mich zu töten? Nein! Nein, natürlich nicht! Reiß dich mal zusammen! Wir haben doch gerade das geredet, erinnerst du dich nicht? Ich bin noch nicht fertig mit meinen Hausaufgaben. Also denkst du, ich werde mich einfach wieder zurücksetzen und mich von dir umbringen lassen? Was? Ist ja ein paar Scheren. Moshida! Ah! What the fuck? Warum? Ach, leck mich am Arsch! Ach Mann! Warum? Warum? Ey, komm schon, weil ich jetzt gesagt habe, nein. Es tut mir so leid. Ja, fick dich. Das ist schon wieder ein Game Over. Oh mein Gott, ich wurde erstochen. Nein. Oder bin ich tot? Es war nur eine Schere. Jetzt sagen wir mal, wenn die jetzt wirklich in den Bauch reingekommen hat, ist das wirklich so tödlich? Kann tödlich sein, aber ist das jetzt ein Instant Death? Ich meine, ich bitte dich. Aber ich bin okay. Wie ist das möglich? Ja, solche, nicht tödlich. Warte mal. Als Satoshi Sekos Telefon gefunden hat, hat er es in seine Hosentasche getan. Aber Naomis, oder wollte er es in seine Hosentasche tun, aber Naomis Handy war schon dort. Also war er nicht genug Platz für beide. Alter, weil wir das Handy jetzt hatten. Also hat er es in seine Brusttasche getan. Und das war gerade der Ort, wo Tokos Schere ihn getroffen hat. Der Impact wurde völlig absorbiert.
Oh mein Gott! Weil ich dieses Handy aufgesammelt habe, haben wir es überlebt. Krass. Shinohara, du? Bist du okay? Bestens, ja. Was zum Teufel ist falsch mit dir? Wo hast du diese Scheren überhaupt her? Ja, wahrscheinlich aus dem Schrank da. Satoshi hat die paar Scheren in die Ecke des Raumes geworfen. Es bringt nichts, sie ist zu weit weg für eine Konversation. Das heißt, ich werde kurz speichern, weil ich habe Angst vor der. Ich will nicht sterben, bitte töte mich nicht. Ich wünschte, Miss Yui wäre hier. Nein, halt's. Da kommt sie ja. Moshida, bist du okay? Miss Yui. Ich kann es nicht glauben. Ich habe gerade an sie gedacht. Und ich an dich, Moshida. Du warst gerade in Schwierigkeiten, oder nicht? Ich fühle mich so schlecht für Nakashima und Shinohara. Aber ich bin so froh, dass es dir zum Glück gut geht. Du hast bisher sehr gut getan. Nun komm, wir suchen Yuka und die anderen gemeinsam. Ich bin so müde. Alles okay? Also, alles klar. Ich kann diese Tür wie eine Brücke benutzen. Ach so, ging's dann weiter, oder wie? Ich weiß nicht wie, aber ich hab's in einem Stück rausgeschafft. Ich hoffe, dass niemand dort unten war. Das tut wirklich weh. Mein rechter Arm ist gebrochen. Komplett. Oh, wie heißt das nochmal? Ausgekullert. Ausgekugelt, nee, ausgekullert. Gekugelt, meine ich. Ich muss mich zusammenreißen. Also ich muss es zusammenhalten mit meiner Hand. Shinosaki, Kishinuma, bitte seid okay. Das waren ja Yoshiki und Ayumi. Ich komme, um euch zu finden. Du sagst, deine Schüler hören auf dich? Ich weiß einfach noch nicht, was ich tun soll. Ich fühle mich, als würde ich den Willen zum Unterrichten verlieren. Aber gut, Leute, ich würde sagen, dann beende ich hier. Sorry, dass ich jetzt mitten hier drin beenden muss, aber ich beende hier die Fa Folge von Korps Party und mache mir im nächsten Part weiter und ciao.